Servus die Marl und grüß euch die Buben. Ja, wie schaut's aus? Es geht wieder am Hausberg. Diesmal möchte ich zu meiner Stabruch mit der Feuerstellung gehen und habe auch ein bisschen was im Gepäck dabei. Hunger habe ich auch und dann habe ich gestern beim Volker von Abenteuer Hinterland gesehen, der bei seiner Radtour hat sich der leckere Bockwürsch gemacht. Also Bockwürsch, das sind bei uns wahrscheinlich Frankfurter und in Frankfurter heißen die wieder Wiener. Ganz kompliziert, ist wurscht, das sind meiner Meinung nach dieselben Würsteln. Und solche haben wir heute organisiert und die mache ich mir auch. Nämlich auch in den Stanley Set. Das hat mir gestern so getaugt. Ich habe solche Zehnter nachgekriegt nach den Würsteln. Aber um 11 Uhr auf die Nacht darf man natürlich nichts mehr essen. Ne? Aber heute gibt's es. Also, lassen wir uns nicht aufholen, weil der Hunger ist da. Ja, da ich heute einmal wieder meinen Hobel anwerfen möchte, weil wir da so ein paar Fichtenzapfen noch zusammensammeln und mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich oben finde, aber da sind immer und von daher packe ich mir lieber mal ein bisschen was ein. Ja, ein paar habe ich, die sind leider alle schon zu, ist eh klar, bei den Temperaturen und bei der Feuchten. Aber das ist egal. Das wird mir schon reichen, schätze ich. Vielleicht finde ich noch was unterwegs. Schauen wir weiter. Ah, Zunder habe ich heute keinen mitgenommen, aber ein bisschen Anzündholz habe ich dabei. Aber ich weiß, da hinten liegt der umgefallene Birken. Da werden wir sich ein bisschen was mitnehmen. Ja, da liegt die zahlene Birken. Die liegt eh schon länger da. Da habe ich mich schon ein paar Mal bedient. Da nehme ich sich jetzt aber ein bisschen was mit. So, weiter geht's. Also der Baum liegt jetzt immer noch so verdächtig da drin. Also wenn der auf den Weg knallt und ein Kind erschlagt oder sonst was, das tut mir weh. Ob ich den da hinten krachen lassen kann, ich probier's einmal. Ja, jetzt liegt er wenigstens da hinten drauf und kann nicht vierer fallen. Jetzt bin ich zufrieden. Braucht er nicht irgendeine Fichte schlagen, alte Leute, die spazieren gehen, geschrappen oder mich? Ach, besser so. Ja, Freunde, das hat mir trotzdem keine Ruhe lassen. Und jetzt habe ich es da geschafft, dass er da schön daneben reingefallen ist. Jetzt hängt er da oben auch nicht mehr. Jetzt ist er da herunten relativ frei, sag ich einmal. Jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt bin ich froh. Auf geht's wieder, auf! Warum muss auf einem Berg immer aufgehen und nicht runter? Erstes Sellerie, wie der Franzmann sagt. Ne? Weiter. Ah, und da bin ich einmal wieder auf einem meiner Lieblingsplätze. Ja, Feuerste, alles noch Palette. Ein bisschen Holz liegt noch mal drum. Ja, schaut ja gar nicht so schlecht aus. Ah, leider geht da auch der Wind. Ich meine, da wird es ein bisschen windstiller sein, aber leider nein. Na, macht nichts. Ist halt so.
Ja, jetzt hoffe ich, dass ein bisschen die Sonne rauskommt, ein bisschen Blinkel zwischen die Wolken durch. Ja, gut, ich habe gesagt, es gibt einiges Neues. Das gibt es auch. Und zwar in dieser Form. Sagt euch das was? Tischerl, Stativtisch. Habe ich damals auch so einen Stativtisch gebaut. Video verlinke ich euch da oben. Jetzt geht es einmal weiter. Ich habe heute meinen Holzvergaser dabei. Mein Lixada. Und ich habe gesagt, ich habe beim Volker gestern in dem Video, ich weiß jetzt nicht, wann das online geht, aber in dem gestrigen Video, was ich geschaut habe, hat er da diese Würstchen gemacht. Und auf die habe ich jetzt so einen Bock auch. Und natürlich habe ich auch das Stanley Set. Da passen die Würstchen ja auch super da rein. Und jetzt machen wir da einmal ein Feuerchen. Schauen wir mal, was zusammenbringen. Ja, auf alle Fälle, das sind meine Würstchen. Die Frankfurter sind das. Ja, da muss ich mir auch was anderes einfallen lassen. Das stand ja wie Papier da, das geht mir auch schon im Sack. Ja, vier Stück passen da rein, perfekt. Ja, Freunde, das ist eindeutig ein Satz mit X, das war wohl nichts. Ja, stümperhafte Vorbereitungen. Gibt es keinen Erfolg. Das ist eindeutig alles zu nass, keine Chance. Aber wie gesagt, ich habe meinen Dranger dabei, dann verwende ich halt den Ranger Band. Und das kannst du den Pipi-Fenster aufmachen, auch wenn er fest zu ist, gell? Nicht vergessen. Dann habe ich einen Senf dabei. Weiß nicht, ob den wer kennt. Händelmeier, hausgemachter. Das ist so ein Kremser, bayerisch, süßer. Die Bayern werden ihn wahrscheinlich kennen. Mag den gern. Und dazu, wenn ich es finde, gibt es auch so ein Haussemmerl. Aber dazu muss der Rest erst einmal warm werden. So. Auf da. Ich glaube, ich muss da ein bisschen einen Windschutz bauen. Ja, da bläst er ordentlich durch. Das herrichten fürs Käfchen. Ja, und fürs Käfchen gibt es dann was. Na, fantastico, würde ich sagen. Ich zeige euch das erst nachher. Sonst kriegt es mir jetzt schon lange Zeit. Ja, da, na, die sind ja schon sehr glaslich. Hahaha, herrlich. Volker, der erste Bissen ist für dich. Auf das habe ich mich heute schon so gefreut. Ich sage, ich habe gestern schon solche Zehen drauf gehabt. Eigentlich was Einfaches, aber so gut. Und der Senf muss dazu sein. Ja, warm ist anders. Ich habe nur die Jacken an und sonst eigentlich nur ein Leiberl drunter. Das ist heute fast wenig beim Wind. Wenn der Wind nicht geht, ist es okay, aber mein Wind ist doch kühl. Upsala, geh ausgeschüttet die Hüfte. Ja, es ist kühl. Es ist verdammt kalt. Krankensesseln, wie immer, das sind jetzt meine ersten, an die ich denke und dann an alle anderen natürlich. Prost! Oh ja, der tut jetzt gut. Ja, ich glaube, jetzt wird bald Zeit, dass man Handschuhe anzieht. Hui, herrlich! So, jetzt schauen wir uns das da mal an, was wir da haben. Okay. Aha. Plastik auch.
viel Plastik. So, ich zeige euch das einmal näher. Schaut einmal, so schaut das aus. Kleines Dörtchen. Und das lasse ich mal schmecken. Fantastisch, würde ich sagen. Das sind so Früchtetörtchen. Ja, ein Wahnsinn. Noch nie gehabt. Könnte man öfters nehmen. Nein, nein, nein. Ist egal. Ich zeige euch noch mal so an. Schaut der lecker aus. Und weg ist er. Ja, auf alle Fälle denke ich, ich werde, glaube ich, dort zusammenpacken und heimgehen. Ich habe eindeutig zu wenig an. Und bevor ich mich da ganz verkühle beim Sitzen, heißt, ich muss in Zukunft noch eine Schicht mehr anziehen. Das wird nicht umgänglich sein. Was so ist. Ja, ich spüre, mir wird kalt und das ist nicht gut. Da packe ich lieber zusammen, schau, dass ich in Bewegung komme und gehe Richtung heimwärts wieder. Ja, viel braucht man da eh nicht verwischen. Sind eh bald die nächsten da. Oh, geh mal heim. Boah. Ja, Leute, ich habe leider heute die Temperaturen komplett unterschätzt. Mir ist jetzt wirklich sackkalt. Puh. Muss jetzt schauen, dass ich ein bisschen in Bewegung komme. Bin schon am Weg durch, die Sonne scheint so, aber der Wind geht durch und durch. Ja, ab nach Hause. Ja, in der Zwischenzeit bin ich wieder bei den Baum herunten und jetzt habe ich den da noch ein bisschen zugeklopft. Das heißt, jetzt liegt er komplett, also fast komplett am Boden. Jetzt kann gar nichts mehr passieren. Also, so passt's. Und weiter nach Hause. Ja, Freunde, wir sind wieder am Ende unserer Tour angelangt. Ich kann mich noch immer wieder bedanken fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und sagt noch mal Servus, die Malen und... Pfiat euch, die Buben.